Als die Denver Nuggets das letzte Mal ihre besten Spieler in den Playoffs gemeinsam auf dem Parkett stehen hatten, waren sie in den Western Conference Finals. Dort unterlag man zwar in 5 Spielen chancenlos gegen den späteren Champion aus Los Angeles, dennoch zeigten die Nuggets, wozu sie in der Lage sind, wenn sie all ihre Stars beisammen hatten. In der darauffolgenden Saison verletzte sich Jamal Murray gegen Mitte der regulären Saison, er machte seitdem kein einziges Spiel mehr für Denver. Und auch der drittbeste Spieler im Team, Michael Porter Jr., stand schon eine ganze Weile nicht mehr auf dem Parkett eines NBA-Games. Er machte in der abgelaufenen Saison gerade einmal 9 Spiele für Denver, bevor er aufgrund einer erneuten Rückenverletzung den Rest der Saison aussetzen musste. Nun, aufgrund dieser Ausfälle ging bei den Nuggets in den letzten beiden Jahren nicht mehr so viel, trotz der Heldenleistung vom zweimaligen MVP Nikola Jokic. In den Playoffs 2021 scheiterte man ohne Chance in 4 Spielen gegen die Phoenix Suns, ein Jahr später ebenfalls ohne viel Gegenwehr gegen den späteren Champion aus Golden State. Und sicherlich lässt sich das auch auf die Defense schieben und sicherlich hätte man unter Umständen auch mehr aus dem zur Verfügung stehenden Spielermaterial rausholen können, aber am Ende des Tages lässt sich schön ergreifend sagen, dass die Nuggets ohne 2 ihrer 3 besten Spieler einfach nicht genügend Manpower hatten. Und genau das soll sich in der kommenden Saison ändern. Denver machte nicht nur ein paar wirklich schöne und wichtige Offseason-Moves, sie bekommen diese besagten 2 Spieler nach deren langen Verletzungspausen wieder zurück. Und genau darum soll es in den nächsten Minuten auch mal gehen. Was werden Jamal Murray und Michael Porter Jr. dem Team geben und was bringen die Offseason-Verstärkung den Nuggets? Oder auch anders formuliert, warum wird Denver in der nächsten Saison schwer zu schlagen sein, wenn endlich mal alle gesund bleiben können? Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Like und Abo da, aktiviert super gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr Basketball-verrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Starten wir doch mal mit Jamal Murray, dessen Wert für Denver kann man eigentlich kaum würdigen, denn er ist der Point Guard dieses Teams. Natürlich dreht sich in Denver alles um Nikola Jokic und niemand will ihm hier den Titel als bester Spieler des Teams streitig machen, aber ihm fehlt in den letzten beiden Jahren sein genialer Pick-and-Roll-Partner. Das ist auch ein Grund, warum man in Denver gezwungen war, so viel über den Joker aus dem Post heraus oder von den Elbows laufen zu lassen, einfach weil es niemanden gab, mit dem er wirklich auf dem höchsten Level Pick and Roll und Handoffs laufen konnte. Mit Murray zurück im Team hat man spielerisch ganz andere Möglichkeiten, kann das endlich wieder machen, das macht die Nuggets vielseitiger und viel, viel schwerer zu stoppen. Murray hat sich zu einem der besten Point Guards der NBA entwickelt, einem der besten Guard-Shooter und On-Ball-Shot-Creator auf dieser Position. Als er das letzte Mal gespielt hat, war er ein hocheffizienter und wahnsinnig geskillter Scorer, der heißer laufen kann als die meisten anderen Spieler in der NBA. Er versteht sich einfach blind mit dem Joker, was ihn an dessen Seite aber noch wertvoller macht, ist, dass er auch abseits des Balles eine echte Waffe ist, als brillanter Cutter, Finisher am Korb und Movement-Shooter. Murrays Rückkehr öffnet den Nuggets vollkommen neue Dimensionen. Man würde Jokic entlasten, welche unnormale Lasten zu tragen hat in den letzten Jahren. Murray ist um Welten besser als jeder andere Mitspieler vom Joker, mit dem dieser in den letzten beiden Playoffs zusammen gespielt hatte. Seine Rückkehr kann man fast schon damit vergleichen, dass Denver hier einen Max-Free Agent umsonst bekommen hat, einen von dem sie wissen, dass er perfekt mit Jokic zusammenpasst und die beiden perfekt beieinander harmonieren werden. Und die Sache ist halt auch die, als wir die beiden zuletzt zusammen auf dem Parkett gesehen haben, hatte Jokic noch keinen einzigen MVP-Award zu Hause am Kamin stehen, er war zwar damals schon absurd gut offensiv, aber in meinen Augen noch lange nicht auf dem Level, auf dem er heute ist. Und die offensive Seite ist ja auch nur die halbe Wahrheit, Murray gehört zu den besseren Guard-Defendern in der NBA, er ist eine Pest am Ball, versteht es brillant, Angreifer um Screens herumzujagen und das sollte gegen Western Conference Point Guards nächste Saison wie Stephen Curry, Damian Lillard oder Kyrie Irving extrem helfen. Also, Murrays Rückkehr macht die Nuggets zwar nicht instant zum Top-Favoriten auf den Titel, aber er bringt sie diesem Ziel ein ganzes Stückchen näher und das tut auch Michael Porter Jr. Nachdem MPJ in der Saison 2021 eine der effizientesten Jump-Shooting-Saisons ever spielte und legit wie ein zukünftiger potenzieller All-Star-Level-Spieler aussah, absolvierte in der Saison darauf gerade einmal 9 Spiele, bevor wieder Schluss für ihn war. Auch sein Fit mit Nikola Jokic ist nahezu perfekt, Porter Jr. gehört zu den besten Movement-Shootern der Liga, die Nuggets hatten so viele Spielzüge für den 24-Jährigen, die man dann streichen musste, weil niemand seine Rolle auch nur annähernd ersetzen konnte. Und er zeigte bereits ein paar vielversprechende Ansätze als On-Ball-Shot-Creator, was den Nuggets dann 3 Spieler geben wird, die mit dem Ball in der Hand etwas entstehen lassen können, im Gegensatz zu dem einen in den letzten Playoffs. Sicherlich ist Michael Porter Jr. noch ganz am Anfang seiner Karriere und Entwicklung, er hat massive defensive Probleme und auch wenn er Ansätze als On-Ball-Creator zeigte, das steckt alles auch noch ziemlich in den Kinderschuhen. Aber als dritte Option der Offensive ist er, wie ich finde, genau richtig und er gibt Denver die nötige offensive Feuerkraft, die sie brauchen, um im Westen mitzuhalten, weil eines ist auch klar, wegen der Defense wären die Nuggets so schnell nicht erfolgreich. Was man aber auch dazu sagen muss, es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass MPJ nach seiner ausgeführten Verletzung nun für eine lange Zeit fit und gesund bleiben wird.
Seine erste Saison in der NBA musste er komplett aussetzen, in der zweiten machte er 55 Spiele, in der dritten 64 und in der vierten 9. Diese Rückenprobleme werden nicht weg sein, es kann gut möglich sein, dass er damit immer wieder zu kämpfen haben wird. Das sollte man, wie ich finde, bei der ganzen Sache nicht vergessen. Aber in der Theorie werden die Nuggets im Oktober mit dem Saisonstart ihre Big Three wieder am Start haben, das reicht aber noch nicht für einen Run auf den Titel, was uns zum Supporting Cast in der Mile High City bringt. Denver ist für mich einer der unterbewertetsten Gewinner der bisherigen Offseason. Zuallererst verlängerte man mit Jokic, was aber eigentlich zu erwarten war, der Joker unterschrieb vor wenigen Tagen den größten Vertrag in der Geschichte der NBA. Dann machten die Nuggets einen hervorragenden Move und holten Free Agent Bruce Brown, welcher in den letzten beiden Jahren bei den Nets gelernt hat, wie er neben Superstars spielt und von diesem maximal profitieren kann. Ich hatte die Verpflichtung in meinem Video der besten Free Agency Moves nach den ersten Tagen im Juli mit am Start, weil Brown perfekt in dieses Nuggets Team und an die Seite von Jokic passt. Er gehört zu den besten Cuttern der Welt und wenn sein Wurf legit ist, was er nach seiner letzten Saison durchaus sein kann, dann noch besser. Spieler mit Brown Skillset harmonieren in der Regel fantastisch mit Nikola Jokic, von daher mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass das keine echt gute Zusammenarbeit werden wird. Zumal Brown auch ein echt überdurchschnittlicher Verteidiger ist und gerade ein Team wie Denver braucht solche guten Perimeter Defender. Mit Jokic hat man eine defensive Schwachstelle in der Mitte und das muss man so weit es geht versuchen durch die Verteidiger weiter draußen wieder auszugleichen, ein Grund mehr, warum ich die Brown-Verpflichtung so toll finde. Und auch die nächste Verstärkung sollte ein echt toller Fit in Denver sein, und zwar Kentavious Caldwell-Pope, welcher letzte Saison in Washington bei den Wizards gespielt hat. KCP ist jemand, für den man Spielzüge als Movement-Shooter laufen kann, er hat an der Seite von LeBron bei den Lakers außerdem gezeigt, dass er ein echt guter Cutter ist. Und er gehört zu den besseren Guard-Defendern in der Liga, also auch wieder jemand, der in der Theorie genau das bringt, was Denver so dringend braucht. Man darf natürlich nicht verschweigen, dass jetzt nicht jeder Move absolut Gold war, die Nuggets holten sich warum auch immer die DeAndre Jordan ins Team, böse Zungen behaupten, dass man das nur getan hat, damit Jokic's On-Off-Stats noch besser werden in der nächsten Saison, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ich mag dieses Denver-Team wirklich. Man hat die Stars, man hat die Tiefe, man hat Shooting und man hat Perimeter-Defense. Ich muss ehrlich sagen, dass ich weiterhin skeptisch bleibe, was ihr Playoff-Seeding angeht, weil ich einfach nicht denke, dass man eine gute Playoff-Defense um Nikola Jokic herumbauen kann. Und klar könnte man jetzt sagen, dass sie ja schon mal auch mit dieser Jokic-Defense in den Western Conference Finals waren, aber come on, gegen die Lakers war man klar unterlegen, die Clippers haben sich mehr selber geschlagen und die erste Runde gegen Utah hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Ich will diesen Erfolg in der Bubble überhaupt nicht schlecht reden, aber es ist halt in meinen Augen auch kein Argument für Jokic's Defense und dass es auch so geht, denn war da eine miese Defense in der Bubble und seitdem ebenfalls. Aber sie werden viel besser sein als in den letzten Jahren und ich würde sie auf jeden Fall mit in den erweiterten Favoritenkreis im Westen reinpacken. Schreibt mir mal sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr von diesem Denver-Team haltet. Ich habe euch mal zwei weitere Videos in meine Endcard gepackt, beide von gestern. Einmal geht es um DeAndre Jordan und warum er noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und dann geht es um die Clippers und warum ich denke, dass sie einer der frühen Favoriten auf den Titel sein werden. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.